Herzlich willkommen auf der Nassfriesenmarsch. Wir starten jetzt heute mit Season. Wir haben schon mal alles vorbereitet, also ich jedenfalls. Das Lager steht noch da. Gut. Futtermischfabrik und Frequenter muss ich noch bauen. Neu. Wir werden mal die Maschinen auf Schuss bringen und wegräumen, weil die sind allerdings wieder kaputt. Reparaturbedürftig und die werden gleich wegräumen. Heißt, hier werden wir ein bisschen aufräumen. Also starten wir mit dem ersten Traktor und der Ballenpresse. Wir werden starten mit viel Gras und dann werden wir, ich hoffe, von der Zeit geht es aus, dass wir dann noch eine Aussaat machen können, Getreide oder Raps. Ja, also Sojabohnen und Sonnenblumen sollten auf jeden Fall gehen, weil das ist ja eh später. Und mal schauen. Aber beides repariert, Gewicht war nicht. Ach, Gewicht ist nicht so Gewicht ist nicht so wichtig. Sag ich mal. So, das fahren wir hier rein. Obwohl, das brauchen wir eigentlich bald wieder, ne? Ich denke mal, dass wir das spätestens morgen. Also ich spiele mit 3 Tagen Jahreszeit. Tagsüber auf 1. Und nachts. Wenn es wirklich dunkel ist und wirklich keine Arbeit mehr zu machen ist, wird dann geschlafen. Sieht ja keiner was, ne? Und man nicht unbedingt da was tun. Sei denn, die Ernte muss unbedingt fertig gemacht werden. Das kann sein, dass wir auch noch nachts werden durchziehen. Aber im Normalfall ist geschlafen. Vielleicht merkt auch Season schon nachts feuchter, dass es nicht geht. Kann auch sein. Normalerweise sind jetzt gewaschen. Aber gut. Naja. Ich wollte anhängen. Ach ja. Außer mit dem Zaunfall, dass ich waschen muss. Naja, das wird auch mistig. Na. War denn mein Tag heute? So, jetzt auch nach vorne einstellen. Gut, dann Traktor werden wir mal hier reinfahren. Ich denke mal, dass wir mal keinen brauchen. Aber Traktor ist kein Problem, da kommen wir auch schnell wieder raus. Dünger muss auch repariert werden. Dünger müssen wir gleich arbeiten lassen. Das heißt, unsere Felder kurz gucken. Schauen, mal schauen. Wachstum. Also, alle Felder müssen gedüngt werden. Das sind maximal Stufe 2. Stufe 1. Gehen wir auf 15. Aber wir haben mal. Reparieren. Er geht ja schon kaputt, wenn ich fahre. So gar nicht. Wir werden auch ein Mäher kaufen, ein zweites, damit wir näher groß und schnell mähen können.
Jo, gleich fertig. Dann werden wir ihn gleich auf Feld 15 fahren und dann gleich mal die Sache durchziehen. Wie gesagt, hier stand und wird auch wieder hinkommen. Mischfutter und der andere halt. Entschuldigung. Ja, aber auch eh gleich. So, hoffe die Aufnahme läuft. So, da sind wir schon da. Schon ein bisschen Haas. Krass. So, so. Normalerweise haben wir eingespeichert. Düngen. Also beim nächsten LS muss ich vorsortieren. Ersten. So, düngen wir gleich. Jetzt können wir um nächste Sache kümmern. Mischration, ne, den brauchen wir nicht. Drescher. LKW. Das ist der. Die zweite Presse. Den werden wir auch gleich reparieren. So nach und nach mit der ersten Reihe. Wir müssen gleich wieder auf normale Bereifung aufziehen lassen. So. Ich hab die Musik wieder vergessen. Na, das macht nichts, das machen wir nachher. In der nächsten Folge. Na, ein bisschen waschen, ne? Das muss ja nicht perfekt sein, aber naja. Gut, bis zum nächsten Ballenpressen dauert noch ein bisschen. Die BGH sind dann gut versorgt mit Ballen. Müsste eigentlich, da ist noch eine Düngerstreuer und da hinten ist ein Kalkstreuer. Und da wird nichts. Hat auch nichts. Also ich brauche Durchgangshalle, wo man reinfahren kann, wie vorne raus. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. So, der wäre auch untergebracht. Wieder verkehrt.
So. Nehmen wir unseren Düngersteuer hier. Auch den muss ich einen Kurs berechnen lassen, weil der ist ja breiter oder schmaler, je nachdem. Der braucht keine Pflegebereifung, weil die Wiesen haben aktuell ja Stufe 1, da geht noch nichts kaputt. Wenn wir gleich Feld 2 nehmen. Fangen wir hier vorne an. Vorgänger Nummer 2. So, müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Hm, 30 Minuten. Mal einmal gucken, ob es schon Wirkung zeigt. Da auf jeden Fall. Da geht's noch nicht. Anscheinend muss erstmal hier was wachsen. Also geht nur Feld Nummer 15. Okay. Jo, ist halt so, ne? Lassen wir stehen. Erstmal. So, und den fahren wir auch ein Lager reinfahren und eine Station. Ja, schlecht wird hier. Vertraue da haben wir nichts. Ich habe das vorher ein bisschen vorbereitet gehabt, weil ich dann nicht genau wusste, wie es funktioniert. Ob es funktioniert. Das werde ich nochmal machen müssen. Beim ersten Versuch ging alles schief. Da war das Lager weg. Ups, dachte ich mir so schön. Das Lager leer gewesen wäre, ja gut, okay, aber so war doch ein bisschen zu viel Mischfutter hinüber. Also mit Season Start haben alle Fahrzeuge deutlich mehr Schaden mitbekommen. Warum genau, weiß ich auch nicht, aber ist halt so. Beim 17er war das so, dass die Fahrzeuge immer im Frühjahr eine Wartung gebraucht haben. Also richtig eine Wartung musste es machen im Frühjahr. Dann ging es wieder eine Jahreszeit gut durch und dann, ja, dann hat es auch gemerkt, dann blieben die Fahrzeuge auch plötzlich stehen. Dann geht der Motor aus. Also die Wartung musste dann gemacht werden. Also deswegen so. So, schauen wir mal, wo wir ihn am besten hinstellen, wo er nicht stört. Ja, vorne links erstmal. Da wollen wir mal einfallen lassen. Also die einzigen Arbeiten, die wir jetzt machen könnten, wäre Holz. Ja, da müssen wir noch ein Stück Wald kaufen. Müssten wir. Ja, aber im Wollen ist eine Frage. Der Rest machen wir, wenn los ist, wenn Zeit ist. Das ist auch nicht so wichtig. Der LKW ist nicht so, der ist nicht so schlimm. Der ist wieder schlimmer dran. Und den brauchen wir auch bald. Da brauchen wir noch einen zweiten zu, aber erstmal nicht.
Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. So. Ist der auch vorbereitet? Jetzt können wir schon mal sagen. Ja, 15 oder so. Das lassen wir noch offen, da weiß ich auch nicht genau. Denkt mal, die Wiesen werden alle fast gleichzeitig kommen. Hier können wir noch ein bisschen tun. Stellen wir hier mal ab. Erstmal. So. Das muss wachsen. Dann haben wir mal alles, ne? Gucken wir die Kühe machen. Die Kühe habe ich behalten. Ich habe zwar ein paar verkauft gehabt vorher, aber das habe ich gemerkt, naja, so viel Geld gibt dafür auch nicht. Also behalten. Und wie man sieht, na, das ist verkehrter Modus. Wie man sieht, sind die Kühe Alter, knapp 2 Jahre. Alles noch gut vorhanden. Menstruation müsste sehr lange reichen. Mal sehen, was der Tagwechsel bringt. Na, 94 Kilogramm. Das sollten dann bald. Wir werden mal gleich noch ein paar Kühe kaufen. Weil, damit die alle im gleichen Alter sind. Ich muss sehen, ja gut, der LKW ist da dran, ne? Dann lassen wir den auch nehmen, dann nehmen wir den auch gleich. Ah, den brauchen wir hier sowieso. Für unsere Silageballen. Oder Heu. Ich meine, futtermäßig dürften wir noch eine Weile auskommen. Dürften wir normalerweise. So, das passt schon so. Oh. Mal ein paar Kühe holen. Ein paar Holsteiner Kühe. Ab zum Viehhändler. Alles spontan. Nichts geplant. Wir müssen noch den ersten Tag über die Runden kriegen. Auch den zweiten, weil das sechste noch mal nichts. Dann können wir Gras nachher entsprechend mal aussehen, könnten wir schon, aber ich will noch vorher das Gras ernten. Ne? Also die Einnahmen will ich jetzt nicht verzichten. Oh, hier sind wir schon beim Viehhandel. So, Schweine brauchen wir keine. Das sind eher Ferkel. Da haben wir die Kühe schon. Oh. Holsteiner Kuh. Ja. Haben wir noch? Anhänger ist voll. Gibt es eine Anzahl, wo man jetzt gucken kann? Nö. Das war verkehrt. Anrichtung. Rammelmut drinnen wieder. Also mindestens 2 Ladungen holen. Eine auf jeden Fall noch. Da wird groß ins Milchgeschäft einsteigen. Ups. So, liebe Freunde und Landwirte, das soll es für heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen, auf Wiedersehen. Auf ein Wiedersehen.
Dann seid mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.